Willkommen im Wald und willkommen bei Walden, meiner insgesamt 10-teiligen Lesung des Klassikers von Henry David Thoreau. Heute Teil 9 und wir haben den 28. Mai 2020. An insgesamt 2 Wochen lese ich, oder habe ich fast gelesen, morgen dann noch dieses Buch und diesen Klassiker der Literatur, der Klassiker der Aussteigerliteratur, in dem so viel drin steckt. Das konnte man schon in den vergangenen 8 Teilen hören und heute geht es weiter zu Thoreau. Und was und wie habe ich eigentlich genug gesagt? Wer hier einsteigt, muss nicht allzu viel wissen. Es gibt in diesem Werk keine Handlung. Es ist eine eher philosophische Betrachtung, Nature Writing, eine Naturbetrachtung des 28-jährigen Henry David Thoreau, der 1845 eine Hütte in einer relativen Einsamkeit im Wald beim Waldensee bezog und deswegen auch der Name Walden. Henry David Thoreau war, wie gesagt, 28, erst 7 Jahre später erschien dann das Werk. Er hat es also aus seinen Tagebucheinträgen, wenn man so will, zusammen kompiliert und dann zusammengestellt. Thoreau wurde ja auch nur 44 Jahre alt, starb 1862. Heute geht es weiter mit dem Kapitel Wintertiere, 2. Teil. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Ich freue mich wie immer über Rückmeldungen und Reaktionen, Kommentare bei YouTube auf literaturcafé.de. Dort ist auch der Text verlinkt. Die Übersetzung von Wilhelm Nobbe ist ja gemeinfrei. Man kann also mitgelesen werden. So, das soll es für heute zur Einführung reichen. Ich lese jetzt also Henry David Thoreau, Walden, Teil 9 von 10, Wintertiere. An dunklen Wintermorgen oder kurzen Winternachmittagen hörte ich bisweilen ein Rudel Jagdhunde bellend und heulend durch die Wälder streifen. Sie konnten dem Jagdinstinkt nicht widerstehen, und der Klang des Jagdhorns, der bisweilen zu mir herüberscholl, bewies mir, dass ein Mensch mit im Spiel sei. Immer näher kamen sie heran, doch kein Fuchs brach aus dem Wald hervor und zeigte sich auf der Lichtung am Teichufer, keine Meute folgte ihren Aktionen. Abends sah ich dann ab und zu die Jäger heimkehren, die ihr Gasthaus aufsuchten. Eine einzige Rute, die am Schlitten herabbaumelte, war ihre Trophäe. Sie erzählten mir, dass der Fuchs wohl geboren wäre, wenn er im Schoß der gefrorenen Erde bliebe, dass ihn, wenn er immer geradeaus laufen würde, kein Fuchshund einholen könne. Wenn er aber seine Verfolger weit hinter sich gelassen hat, unterbricht er seinen Lauf und horcht, bis sie wieder nahe herangekommen sind. Dann treibt es ihn wieder zu seinem alten Schlupfwinkeln zurück, wo die Jäger auf der Lauer stehen. Oft läuft er übrigens viele Meter auf einer Mauer entlang und springt dann weit nach einer Seite herunter. Auch scheint er zu wissen, dass Wasser seine Fährte nicht verrät. Ein Jäger erzählte mir, er habe einmal einen Fuchs gesehen, der aus dem Wald heraus auf das mit Pfützen bedeckte Eis geflohen sei. Er lief eine kleine Strecke auf das Eis hinauf und kehrte dann zu demselben Ufer zurück. Bald kamen die Hunde herbeigestürzt, aber hier verloren sie die Spur. Bisweilen kam auch ein Rudel Hunde, das auf eigene Rechnung jagte, an meinem Hause vorbei. Sie rannten kläffend und heulend wie toll um mein Haus herum, ohne von meiner Person Notiz zu nehmen, und nichts konnte sie von ihrem Treiben abbringen. Sie rasten so lange im Kreis herum, bis sie aufs Neue die Spur eines Fuchses entdeckten. Ihretwegen lässt aber ein kluger Hund alles andere im Stich. Eines Tages kam ein Mann aus Lexington zu meiner Hütte, um sich nach seinem Hunde zu erkundigen, der schon vor langer Zeit heimlich sich entfernt hatte und bereits seit einer Woche allein der Jagd huldigte.
Ich fürchte indessen, dass mein Besucher durch alles, was ich ihm sagte, nicht klüger wurde, denn jedes Mal, wenn ich mich bemühte, ihm eine Antwort zu geben, unterbrach er mich mit der Frage: »Was tun Sie hier?« Er hatte einen Hund verloren, aber einen Menschen gefunden. Ein alter Jäger mit einer durstigen Kehle, der alljährlich einmal im Walden-Teich zu baden pflegte, wenn das Wasser am wärmsten war, und der mir bei solchen Gelegenheiten einen kurzen Besuch abstattete, erzählte mir Folgendes. Vor vielen Jahren nahm ich an einem Nachmittag meine Flinte unter den Arm, um in den Walden-Wäldern zu kreuzen. Wie ich auf der Wayland-Straße hinwandere, höre ich ein Hundegekläff, das immer näher kommt. Bald darauf springt ein Fuchs über die Mauer auf die Straße und verschwindet mit Windeseile über die entgegengesetzte Mauer. Ein sofort abgegebener Schuss verfehlte ihn. Etwas später erschien eine alte Hündin mit ihren drei Jungen in wilder Hetze auf der Bildfläche. Die Tiere jagten auf eigene Faust und waren schnell wieder in den Wäldern verschwunden. Als ich später am Nachmittag mitten im Waldesdicht südlich vom Teich rastete, hörte ich in weiter Ferne noch ihr Gebell, mit welchem sie in Fairhaven den Fuchs verfolgten. Dann näherten sie sich wieder, ihr Jagdgekläff klang immer näher durch die Wälder, bald von Well Meadow, bald von Baker's Farm. Lange Zeit blieb ich stehen, ohne mich zu rühren, und lauschte ihrem dem Ohr des Jägers so lieblichen Konzert. Da erschien plötzlich der Fuchs auf der Bildfläche. Im gemächlichen Trab kam er näher, der seine Verfolger weit hinter sich ließ, hurtig und leise, ohne Überstürzung. Der Schall seiner Schritte wurde durch ein sympathisches Rauschen der Blätter übertönt. Er sprang auf einen Stein, der zwischen den Bäumen lag, setzte sich auf die Hinterpfoten und lauschte, wobei er mir den Rücken zuwandte. Einen Augenblick hielt Mitgefühl meinen Arm zurück, doch diese Stimmung war sofort verflogen. Schnell wie ein Gedanke dem anderen folgt, hatte ich angelegt, abgedrückt, und der Fuchs rollte über den Stein und lag am Boden. Ich rührte mich noch immer nicht vom Fleck und lauschte auf die Hunde. Die kamen näher und näher, und schließlich hörte ich ihr dämonisches Gekläff ganz in meiner Nachbarschaft durch die Waldeskirche. Endlich tauchte die alte Hündin auf, schnupperte an der Erde, schnappte wie toll nach Luft und stürzte sofort auf den Stein zu. Als sie aber den toten Fuchs erblickte, stellte sie sofort wie starr vor Entsetzen ihre Hetze ein und umkreiste ihn mehrere Male schweigend. Allmählich kamen auch die Jungen herbei, auch sie wurden wie ihre Mutter durch dieses rätselvolle Ereignis ernüchtert und verstummten. Da trat der Jäger aus seinem Versteck hervor, in ihre Mitte, und das Geheimnis war gelöst. Die Hunde warteten schweigend, bis der Fuchs abgehäutet war, folgten dem Fuchsschwanz kurze Zeit und verzogen sich dann wieder in die Wälder. An jenem Abend kam ein Herr aus Weston nach der Hütte des Jägers aus Concord, um sich nach seinen Hunden zu erkundigen, und gab an, dass sie seit einer Woche herrenlos in den Weston-Wäldern jagten. Der Concord-Jäger erzählte darauf sein Erlebnis und bot dem Herrn das Fuchsfell zum Kauf an. Dieser lehnte indessen ab und trat den Rückzug an. Er fand seine Hunde an diesem Abend nicht mehr, hörte aber am nächsten Tage, dass sie durch den Fluss geschwommen seien und in einem Farmhause Nachtquartier gefunden hätten. Nachdem man sie gut gefüttert hatte, verschwanden sie auch dort wieder in aller Morgenfrühe. Derselbe Jäger erzählte mir, ein gewisser Sam Nutting, der in den Felsen bei Fairhaven Bären zu jagen und die Felle in Concord gegen Rum umzutauschen pflegte, habe ihm einst mitgeteilt, dass er dort einmal sogar ein Moostier gesehen habe. Nutting hatte einen prächtigen Fuchshund, Burgern. Er sprach es Burghen aus, den mein Gewehrsmann mehrfach zu entleihen pflegte. In dem Kassabuch eines alten Kaufmanns, der außerdem noch Hauptmann, Stadtschreiber und Abgeordneter war, sah ich folgenden Eintrag: Januar 18. 1742-43, John Melvin Cray für einen Graufuchs 023. Was sind 0 Pfund, 2 Schilling, 3 Pence? Jetzt gibt es diese Tiere hier nicht mehr. Ferner steht in seinem Hauptbuch,
Februar 7. 1743, Hesekiel Stratton für ein halbes Katzenfell 0,1,4,5. Das war selbstverständlich eine wilde Katze, denn Stratton war Sergeant im alten französischen Krieg und hätte es unter seiner Würde gehalten, ein wenig edles Fell zu jagen. Auch gibt es Guthaben für Rehfelle. Die kamen täglich zum Verkauf. Ein Bekannter besitzt noch das Geweih des letzten in dieser Gegend getöteten Hirsches, und ein anderer Herr erzählte mir Einzelheiten dieser Jagd, an der sein Onkel teilnahm. Früher gab es hier zahlreiche und lustige Jäger. Ich kann mich noch recht gut an einen hageren Nimrod erinnern, der einem am Waldesrand abgepflückten Blatte Klänge entlockte, die, wenn ich mich nicht täusche, wilder und melodischer waren als irgendein Jagdhornruf. Am Mittemacht kreuzen oft im Mondschein Hunde meinen Pfad, die in den Wäldern auf Raub ausgingen, sich aber vor mir im Unterholz versteckten und warteten, bis ich vorüber war. Eichhörnchen und Meisen stritten sich um meinen Nussvorrat. Um mein Haus herum standen Gruppen von Pechtannen. Ihre Stämme, die ungefähr 1 bis 4 Zoll dick waren, wurden im vorigen Winter durch Mäuse angenagt. Ein norwegischer Winter war's für sie gewesen, denn lange Zeit lag tiefer Schnee, so dass sie gezwungen waren, ihre Nahrung mit großen Mengen Tannenrinde nachzuhelfen. Diese Bäume lebten und gediehen im Hochsommer augenscheinlich ganz gut. Manche von ihnen waren, obwohl ihre Rinde ringartig abgeknabbert war, um einen Fuß gewachsen. Im nächsten Winter starben indessen alle ohne Ausnahme ab. Es ist merkwürdig, dass einer einzelnen Maus ein ganzer Baum zum Mittagessen bewilligt wird, bloß weil sie rundherum und nicht in der Längsrichtung an ihm knabbert. Und doch, vielleicht ist das durchaus notwendig, damit die Bäume gelichtet werden, die dicht nebeneinander zu wachsen pflegen. Die Hasen waren sehr zutraulich. Einer hatte während des ganzen Winters sein Lager unter meinem Hause und war nur durch den dünnen Fußboden von mir getrennt. An jedem Morgen, wenn ich mich zu rühren begann, erschreckte er mich durch sein schnelles Ausreißen. Dabei stieß er in der Eile mit seinem Kopf gegen die Bretter des Fußbodens. Bum, bum, bum. In der Abenddämmerung kamen die Hasen zu meiner Tür und knabberten an den Kartoffelschalen, die ich hinausgeworfen hatte. Ihre Farbe glich der des Bodens so sehr, dass man sie, wenn sie ruhig dasaßen, kaum bemerken konnte. Saß einer regungslos vor meinem Fenster, so war es mir nur zeitweise möglich, ihn zu erkennen. Öffnete ich dann aber meine Tür, so liefen sie quiekend und lärmend hurtig davon. Sah ich sie in der Nähe, so erregten sie nur mein Mitleid. Eines Abends saß einer nur etwa 2 Schritt von mir entfernt vor meiner Tür. Anfangs zitterte er vor Furcht, wollte aber auch nicht das Feld räumen. Ein armer, winziger Gesell war's, mager und knochig, mit zottigen Ohren und spitzer Schnauze, mit kleinem Schwanz und dünnen Pfoten. Er sah aus, als ob die Natur darauf verzichtet habe, weiterhin noch edlere Rassen hervorzubringen und gerade vor dem Bankerotte stehe. Seine großen Augen sahen zwar jung, aber ungesund, beinahe wassersüchtig aus. Ich machte einen Schritt vorwärts und siehe da, mit elastischen Sprüngen eilte er über die Schneekruste dahin, reckte und dehnte Körper und Glieder zu anmutiger Länge, so dass bald zwischen mir und ihm der Wald lag. So war es doch das wilde, freie Tier, das seine Kraft und die Würde der Natur bewies. So schlank war es nicht ohne Grund. Das also war seine Natur. Lepus levipes, Leichtfuß, wie manche glauben. Was ist ein Land ohne Hasen und Rebhühner? Sie gehören zu den einfachsten, eingeborenen animalischen Produkten, zu jenen alten und ehrwürdigen Familien, welche das Altertum so gut kannte wie die Neuzeit. An Farbe und Substanz sind sie ein Teil der Natur selbst, den Blättern und dem Erdboden und miteinander verwandt. Das eine ist geflügelt, das andere vierbeinig. Wenn man einen Hasen oder ein Rebhuhn aufscheucht, denkt man kaum an ein wildes Tier, sondern an etwas so Natürliches, Vertrautes wie ein raschelndes Blatt.
Das Rebhuhn und der Hase werden sicher immer wieder sich vermehren, einerlei, was für Revolutionen kommen mögen. Sie sind die echten Urbewohner des Landes. Wird der Hochwald gelichtet, so bietet das frisch emporwachsende Unterholz ihnen eine Zufluchtsstätte. Das Land muss allerdings armselig sein, das einem Hasen keine Heimat gewährt. In unseren Wäldern gibt es Rebhühner und Hasen in großer Zahl. Wo immer ein Moor ist, kann man ihre Spuren finden. Und überall sieht man Fallen aus Zweigen und Schlingen, aus Rosshaar, die irgendein Kuhhirt aufgestellt hat. Der Teich im Winter. Nach einer stillen Winternacht erwachte ich mit dem Gefühl, dass irgendeine Frage mir gestellt sei, die ich im Schlaf vergeblich zu beantworten versuchte. Was, wie, wann, wo? Doch nun blickt die erwachende Natur, in der alle Geschöpfe leben, in meine breiten Fenster mit heiterem, zufriedenem Antlitz herein. Auf ihren Lippen schwebt keine Frage. Ich erwachte zu einer Frage, die bereits beantwortet war, zu der Natur und dem lichten Tag. Hoch lag der Schnee auf dem Erdboden, mit jungen Tannen gesprenkelt. Selbst der Hügelabhang, auf dem mein Haus steht, schien mir zuzurufen: Vorwärts! Die Natur richtet keine Fragen an uns und beantwortet auch keine, die wir Sterblichen an sie stellen. Ihr Plan ist schon vor langer, langer Zeit gefasst. O Prinz, bewundernd schauen unsere Augen auf das herrliche, mannigfache Schauspiel des Weltalls und teilen es der Seele mit. Sicherlich verhüllt die Nacht einen Teil dieser glorreichen Schöpfung. Doch kommen wird der Tag, der uns dies gewaltige Werk enthüllt, das von der Erde in ätherische Gefilde sich erstreckt. Wohlan denn, zur Morgenarbeit. Zunächst ergreife ich Axt und Eimer und suche Wasser, falls das kein frommer Wunsch geworden ist. Nach einer kalten und schneeigen Nacht muss man schon eine Wünschelrute anwenden, um es zu finden. In jedem Winter erstarrt die flüssige, zitternde Oberfläche des Teiches, die so empfindlich für jeden Lufthauch war, die alles Licht und jeden Schatten widerspiegelte, bis zur Tiefe von 1 bis 1,5 Fuß, und kann nun die schwersten Gespanne tragen. Und liegt da bisweilen auch Schnee auf dem Eise, dann kann man den Teich von irgendeinem ebenen Feld nicht unterscheiden. Wie die Murmeltiere in den umliegenden Bergen schließt er seine Augenlider und schlummert 3 Monate oder noch länger. Ich stehe auf der schneebedeckten Ebene wie auf einem Anger zwischen den Hügeln. Erst bahne ich mir den Weg durch fußhohen Schnee, dann durch fußtiefes Eis. Zu meinen Füßen öffne ich ein Fenster, knie nieder, um zu trinken, und sehe dabei in das friedliche Wohnzimmer der Fische hinab, wohin nur gedämpftes Licht wie durch Milchglas dringt und wo heller Sand auf dem Boden liegt, genau wie im Sommer. Hier herrscht ewige, wellenlose, selige Ruhe, wie im bernsteinfarbenen Zwielichthimmel. Sie harmonieren mit dem kühlen, gleichmäßigen Temperament der Bewohner dort unten. Der Himmel ist so gut unter unseren Füßen wie über unseren Häuptern. Frühmorgens, wenn alle Dinge starr vom Frost sind, kommen Leute mit Angelruten und kärglichem Imbiss und lassen ihre feinen Schnüre durch das Schneefeld in die Tiefe, um Grashechte und Barsche zu fangen. Raue Menschen sind's, die instinktiv anderen Bräuchen folgen, anderen Autoritäten vertrauen als ihre Mitbürger und die durch ihr Kommen und Gehen Städte dort miteinander verbinden, wo sonst kein Verbindungsweg sich findet. In wetterfesten Anzügen aus Wolltuch sitzen sie auf dem trockenen Eichenlaub am Uferrand und verzehren ihr Mahl. Ihr instinktives Wissen ist gerade so umfangreich wie die erlernte Weisheit ihrer Mitbürger. Bücher haben sie nie um Rat gefragt. Sie wissen viel weniger und können über viel weniger Dinge sprechen, als sie vollbracht haben. Wie sie zu Werke gehen, das weiß die Menschheit bislang noch nicht. Da fischt einer Grashechte und gebraucht ausgewachsenen Barsch als Köder. Mit Erstaunen blickt man in seinen Eimer, der einem Teich im Sommer gleicht.
Hatte er vielleicht gewusst, wohin der Sommer sich zurückzog, oder hielt er ihn gar in seiner Wohnung eingeschlossen? Wie war es ihm überhaupt möglich, mitten im Winter Barsche zu bekommen? Nun, er verschaffte sich, als der Erdboden gefroren war, Würmer aus vermoderten Baumstämmen, und damit fing er sie. Der Naturforscher kann durch eifrige Studien nicht das tiefe Vertrautsein mit der Natur erlangen, welches dieser Mann sein Leben lang besitzt. Er selbst ist für den Naturforscher ein Problem. Dieser schält Moos und Rinde vorsichtig mit seinem Messer ab und sucht Insekten. Jener legt mit seiner Axt Stämme bis zum Mark frei, wobei Moos und Rinde in alle Winde stiegen. Er verschafft sich seinen Unterhalt durch Abrinden der Bäume. Solch ein Mensch hat eine gewisse Berechtigung zum Fischen, und mit Freude sehe ich, wie die Natur in ihm sich offenbart. Der Barsch verzehrt den Regenwurm, der Grashecht den Barsch und der Fischer den Grashecht. So sind alle Zwischenräume an der Stufenleiter der Geschöpfe ausgefüllt. Wenn ich bei Nebelwetter um den Teich herumschlendere, machten mir bisweilen die einfachen Methoden Freude, die ein recht naturwüchsiger Fischer anwendete. Er stellte Erlenzweige über die schmalen Löcher im Eis auf, die 60 bis 80 Fuß untereinander und ebenso weit vom Ufer entfernt waren, befestigte das Ende der Schnur an einem Stock, damit sie nicht durch das Loch herabgezogen werde, legte die lockere Schnur über einen Erlenzweig, der etwa einen Fuß über das Eis emporragte, und band ein trockenes Eichenblatt daran. Wenn man halbwegs um den Teich herumging, konnte man diesen Erlen in regelmäßigen Abständen durch den Nebel erkennen. Ja, diese Grashechte aus dem Walden-Teich. Wenn ich sie auf dem Eis liegen sehe oder in der Vertiefung, die der Fischer ins Eis hackt und unten mit einer kleinen Öffnung versieht, um das Wasser einzulassen, so bin ich immer aufs Neue von ihrer seltsamen Schönheit überrascht. Wie Märchenfische kommen sie mir vor. Sie passen so wenig auf unsere Märkte, so wenig sogar zu unseren Wäldern wie Arabien zum Konkorderleben. Eine blendende, transzendentale Schönheit ist ihnen eigen, eine Schönheit, die durch eine weite Kluft von dem leichenhaften Stockfisch und Kabeljau getrennt ist, deren Loblied man auf unseren Märkten singt. Sie sind nicht grün wie die Tannen, nicht grau wie die Steine, nicht blau wie der Himmel. Nein, für meine Augen haben sie noch seltsamere Farben als Blumen und Edelgestein, als ob sie die Perlen, die beliebten Nuklei oder die Kristalle des Walden-Teiches seien. Sie sind Walden, nehmt alles und in allem, selbst kleine Walden des Tierreichs, Waldensees. Ich wundere mich, dass sie hier gefangen werden, dass in diesem tiefen, weiten Quell tief unter rasselnden Gespannen, Kaleschen und klingenden Schlitten, die über die Waldenstraße fahren, diese großen goldenen und smaragdenen Fische schwimmen. Nie sah ich einen ihrer Art auf dem Markte. Er würde alle Augen auf sich lenken. Unter einigen konvulsivischen Zuckungen gibt dieses Geschöpf leicht seinen wässrigen Geist auf, wie ein Sterblicher, der allzu früh in die dünne Luft des Himmels abgerufen wurde. Ich wollte gern den lang verlorenen Boden des Walden-Teiches wiederfinden. Darum begann ich im Jahre 1846 frühzeitig, noch ehe das Eis zu schmelzen anfing, mit Kompass, Messkette und Senkblei genaue Vermessungen zu machen. Viele seichte Geschichten erzählte man sich über die Tiefe oder vielmehr über die grundlose Tiefe dieses Teiches. Es ist erstaunlich, wie lange die Menschen an solch unergründlichen Tiefen glauben, ohne sich die Mühe zu geben, sie zu messen. Ein Spaziergang in der Nachbarschaft machte mich mit zwei grundlosen Teichen bekannt. Manche Leute glauben, dass der Walden bis zur anderen Seite der Erdkugel sich erstrecke. Andere, die lange Zeit die Länge nach auf dem Eise gelegen und durch das trügerische Medium hinabgeblickt hatten, die womöglich obendrein noch wässrige Augen mitbrachten und zu vorschnellen Folgerungen verleitet wurden, weil sie Angst vor Erkältung der Brust hatten, behaupteten, große Löcher, in welche bequem ein Heuwagen hineinfahren konnte, wenn nur ein Fuhrmann da gewesen wäre, gesehen zu haben. Löcher,
die ohne Zweifel die Quellen des Stücks und Eingänge in höllische Regionen seien. Andere kamen mit einem 56 Pfund schweren Gewicht und mit einer Wagenladung Tau, das einen Zoll im Durchmesser hatte, aus dem Dorfe herbei. Auch diesen Männern gelang es nicht, den Boden zu finden. Während der 56er längst auf dem Grunde ruhte, ließen sie immer mehr Tau in die Tiefe hinab und versuchten vergeblich, ihre geradezu unermessliche Glaubenskraft an Wunderdinge zu ergründen. Ich kann dagegen meinen Lesern mitteilen, dass Walden einen realen, festen Boden in einer durchaus nicht irrealen, sondern nur ungewöhnlichen Tiefe besitzt. Sie wurde von mir ohne Schwierigkeiten mit einer kräftigen Angelschnur und einem etwa 1,5 Pfund schweren Steine gemessen. Ich konnte genau fühlen, wenn der Stein den Boden verließ, denn dann musste ich so lange kräftiger anziehen, bis Wasser auch unter ihm dahinfloss und mir half. Die größte Tiefe betrug damals genau 102 Fuß. Da der Teich inzwischen um 5 Fuß gestiegen ist, wird man jetzt 107 finden. Das sind, ich habe es umgerechnet, in etwa 33 Meter. Das ist eine bedeutende Tiefe für solch eine kleine Fläche. Die Fantasie kann jedoch nicht einen Zoll davon missen. Wie, wenn alle Teiche seicht wären, würde das nicht auch die Menschenherzen auf die Menschenherzen Einfluss haben? Ich bin dankbar dafür, dass dieser Teich tief und rein geschaffen wurde, um als Symbol zu dienen. Solange der Mensch an die Unendlichkeit glaubt, wird er auch einige Teiche für bodenlos halten. Ein Fabrikarbeiter, der hörte, welche Tiefe ich gefunden hatte, dachte, das könne nicht richtig sein, weil nach seinen an Teichen gesammelten Erfahrungen der Sand in solch steilen Winkeln nicht liegen bliebe. Die tiefsten Teiche sind aber im Verhältnis zu dem Flächenraum, den sie bedecken, flacher, als man gewöhnlich annimmt und würden, wenn man sie abließe, keine auffallend tiefen Täler bilden. Sie gleichen nicht Bechern zwischen den Bergen. Und selbst der Walden, der im Vergleich zu seinem Flächenraum ungewöhnlich tief erscheint, ist, wenn man einen Vertikalschnitt durch seine Mitte legt, nicht tiefer wie ein flacher Teller. William Gilvin, der in allem, was auf Landschaften Bezug hat, bewunderungswürdig und meistens auch exakt ist, sagte einst, als er am Feinisee in Schottland stand, an einer Salzwasserbucht von 60 bis 70 Klafter Tiefe und 4 Meilen Breite, die ungefähr 50 Meilen lang und von Bergen umgeben ist. Wenn wir diesen See unmittelbar nach der diluvianischen Katastrophe oder nach irgendwelchen Zuckungen der Natur, die ihn schufen, gesehen hätten, ehe noch das Wasser einströmte, als was für ein furchtbarer Abgrund würde er uns erschienen sein. So hoch als die stolzen Berge ragten, so tief tat sich ein dunkler Abgrund auf und auch so breit. Ein weites Wasserbett. Nehmen wir uns nun den kleinsten Durchmesser des Finniesees und wenden ihn auf den Walden-Teich an, der, wie wir bereits sahen, im Vertikaldurchschnitt bereits wie ein flacher Teller erscheint. So ergibt sich, dass der Finniesee 4-mal seichter ist. Dieses nur nebenbei über die erhöhten Schrecken des gähnenden Finniesee-Schlundes. Zweifellos nimmt manch lachendes Tal mit so einen ausgedehnten Maisfeldern einen gerade so furchtbaren Abgrund ein, aus welchem das Wasser verschwunden ist. Es gehört allerdings der Einblick und der Fernblick des Geologen dazu, um die harmlosen Bewohner von dieser Tatsache zu überzeugen. Oft kann das forschende Auge die Ufer eines Ursees in den niedrigen Hügeln des Horizontes entdecken, und keine spätere Erhebung der Ebene war notwendig, um ihre Geschichte zu verheimlichen. Wie die Arbeiter, welche Landstraßen ausbessern, ist es am leichtesten, Bodeneinsenkungen an den Pfützen nach einem Regenschauer zu erkennen. Mit kurzen Worten: Hat die Fantasie auch noch so kleinen Spielraum zur Verfügung, sie taucht tiefer oder steigt höher als die Natur. So wird man vielleicht dereinst finden, dass die Tiefe des Ozeans verglichen mit seiner Breite sehr unbeträchtlich ist.
Da ich meine Vermessungen durch das Eis hindurch machte, konnte ich die Bodenformation mit größerer Genauigkeit bestimmen, als dies bei Seehäfen geschehen kann, denn diese frieren nicht zu. Ich wurde durch die allgemeine Regelmäßigkeit des Bodens überrascht. Im tiefsten Teil gibt es eine Menge mehrere Morgen bedeckende Fläche, welche ebener ist als irgendeine der Sonne, dem Winde und dem Fluge ausgesetztes Feld. So zum Beispiel schwankte auf einer beliebig gewählten Linie die Tiefe nur um einen Fuß auf ungefähr 140 Meter. Meistens konnte ich in der Nähe der Teichmitte den tiefen Unterschied auf je 100 Fuß nach jeder Richtung bis hin auf 3 oder 4 Zoll abschätzen. Manchmal hört man von uns gefährlichen Löchern sprechen, die selbst in solch ruhigen, sandigen Teichen wie Walden vorkommen sollen. Doch wirkt das Wasser unter solchen Verhältnissen ausgleichend auf alle Unregelmäßigkeiten des Bodens. Die Regelmäßigkeit des Grundes, seine Übereinstimmung mit den Ufern und mit der Lage der benachbarten Hügel war so vollkommen, dass ein entferntes, kleines Vorgebirge sich bei den Vermessungen den ganzen Teich hindurch verfolgen ließ. Seine Richtung konnte durch die Beobachtung des gegenüberliegenden Ufers bestimmt werden. Das Kap ward zur Sandbank und zur Untiefe, das Tal zur Bucht und ein Abgrund zu tiefem Wasser. Nachdem ich eine Skizze im Maßstab 1 zu 2000 vom Teich entworfen und meine Vermessungen mehr als 100 eingetragen hatte, konnte ich folgende auffallende Beobachtung machen. Da ich sah, dass die Zahl, welche die größte Tiefe bezeichnete, augenscheinlich in der Mitte der Karte sich befand, legte ich ein Lineal erst der Länge und dann der Breite nach über meine Skizze und fand zu meinem Erstaunen, dass die Linie der größten Länge die Linie der größten Breite genau im Punkte der größten Tiefe schnitt, obwohl die Mitte des Teiches fast eben war. Obwohl die Außenlinien des Teiches durchaus keine Regelmäßigkeit zeigten und bei der Messung der größten Länge und Breite die Buchten mitgerechnet waren. Da sagte ich zu mir, wer weiß, ob sich dieser Hinweis nicht ebenso gut auf den tiefsten Teil des Ozeans wie auf Teich oder Pfütze bezieht? Gilt nicht das gleiche Prinzip auch in Bezug auf die Höhe der Berge, wenn man sie als Gegenstück der Täler betrachtet? Wir wissen, dass der Hügel nicht an seinem schmalsten Teil am höchsten ist. Von 5 Buchten zeigten 3, das heißt alle, die ich untersuchte, eine Sandbank quer vor ihrem Eingang, so dass die Bucht nicht nur eine horizontale, sondern auch eine vertikale Ausbreitung des Wassers in das Land darstellt. Sie scheint ein Wasserbecken oder ein selbstständiger Teich zu sein. Die Richtung der beiden Vorgebirge gibt den Verlauf der Sandbank an. Auch jeder Hafen an der Meeresküste hat vor seiner Einfahrt eine Sandbank. Je weiter die Mündung der Bucht im Vergleich zu ihrer Länge war, desto tiefer war das Wasser über der Sandbank im Vergleich zu dem Wasser im Becken. Sind also Länge und Breite einer Bucht zugleich mit dem Charakter des umliegenden Ufers gegeben, so hat man Anhaltspunkte genug, um eine allgemeingültige Formel zu konstruieren. Um herauszufinden, wie genau ich nach meinem Prinzip die tiefste Stelle eines Teiches bestimmen könne, nur durch seine Umgrenzung und durch den Charakter seiner Ufer, machte ich eine Skizze vom Weißsee, der ungefähr 40 Morgen bedeckt und der wie Walden weder eine Insel noch einen sichtbaren Zufluss oder einen Abfluss besitzt. Und da die Linie der größten Breite nahe bei der Linie der kleinsten Breite lag, dort, wo 2 gegenüberliegende Vorgebirge sich einander näherten und 2 gegenüberliegende Buchten sich ins Land hinein erstreckten, so wagte ich es, einen Punkt, der nicht weit von dem kleinsten Breitendurchmesser, aber noch auf dem größten Längsdurchmesser lag, als den tiefsten zu bezeichnen. In Wirklichkeit fand ich die tiefste Stelle 100 Fuß weiter in der Richtung, die mir von Anfang an allein in Betracht zu kommen schien. Hier maß ich 60 Fuß, das heißt nur 1 Fuß mehr als an der Stelle, die ich vorausbestimmt hatte. Würde eine Insel im Teich sich befinden oder ein Fluss hindurchfließen, so würde dieses Problem natürlich viel komplizierter sein. Würden wir alle Naturgesetze kennen, so wäre eine einzige Tatsache oder die Beschreibung eines einzigen realen Phänomens genügend, um alle Schlussfolgerungen zu ziehen.
Nun kennen wir aber nur einige wenige Gesetze, und was wir aus ihnen folgern, ist mangelhaft. Selbstverständlich nicht deshalb, weil in der Natur Verwirrung und Reglosigkeit herrschen, sondern weil wir die für das Problem wichtigsten Faktoren nicht kennen. Unsere Ideen über Gesetz und Einheit sind gewöhnlich auf Beispiele aus der Empirie gegründet. Die Einheit jedoch, die aus einer weit größeren Zahl scheinbar sich widersprechender, in Wirklichkeit aber übereinstimmender Gesetze sich ergibt, ist noch wunderbarer. Die einzelnen Gesetze ähneln unseren Gesichtspunkten. Für den Wanderer ändern sich ja auch die Umrisse eines Berges bei jedem Schritt. Er sieht eine unendliche Anzahl von Profilen, obwohl die Form in Wirklichkeit immer die gleiche bleibt. Auch wenn wir einen Berg zerspalten oder durchbohren, werden wir ihn nicht als Ganzes begreifen. Was ich vom Teiche sagte, gilt mit der gleichen Wahrheit von der Moral. Auch die Moral steht unter der Lehre von den zwei Durchmessern. Diese Lehre führt uns nicht nur zur Sonne als zum Mittelpunkt eines Systems und zum Herzen des Menschen, sondern gibt uns auch, wenn wir Linien durch die Länge und Breite der Quintessenz des individuellen täglichen Menschenlebens, durch seine Lebenswellen bis hinein in alle Buchten und Zuflüsse ziehen, dort, wo diese Linien sich schneiden, über die Höhe oder die Tiefe des individuellen Charakters Aufschluss. Vielleicht brauchen wir nur zu wissen, wie seine Ufer verlaufen, wie das umliegende Land und seine Lebensbedingungen beschaffen sind, um uns über seine Tiefe, seinen verborgenen Grund klar zu werden. Ist er von Bergen, von einem achilleischen Ufer umgeben, überschatten Bergesgipfel seine Seele und spiegeln sich in ihr, so kann man daraus auf eine entsprechende Tiefe in ihm selbst schließen. Wo aber ein niederes, ebenes Ufer ihn begrenzt, dort ist er selbst seicht. Bei unserem Körper verrät die kühn gewölbte Stirn Gedankentiefe. Auch eine Sandbank liegt quer vor der Einfahrt zu all unseren Buchten oder besonderen Neigungen. Und eine jede Neigung ist eine Zeit lang unser Hafen, in welchem wir zurückgehalten werden und zum Teil auch verankert sind. Diese Neigungen sind meistens nicht durch Launen diktiert, sondern in Form, Größe und Richtung durch die Vorgebirge am Ufer, durch die alte Elevationsachse bestimmt. Wenn diese Sandbank allmählich durch Stürme, Sturmstuten oder Strömungen zunimmt oder wenn so viel Wasser abfließt, dass sie bis zur Oberfläche ragt, so wird die Stelle, welche anfangs nur eine Einbuchtung des Ufers darstellte, wo ein Gedanke vor Anker lag, zum selbstständigen See. Er steht mit dem Ozean nicht in Verbindung. In ihm schafft jetzt der Gedanke sich seine eigenen Bedingungen. Er wandelt sich vielleicht vom Salzwassersee zum Süßwassersee, zum Toten Meer oder zum Sumpf. Und sind wir nicht zu der Annahme berechtigt, dass bei der Ankunft eines jeden Menschen in diesem Leben eine Sandbank irgendwo auftaucht? Allerdings, wir sind solch klägliche Schiffer, dass unsere Gedanken meist an hafenloser Küste hin und her steuern, nur mit den Nothäfen in den Buchten der Poesie vertraut, den Kurs auf öffentliche, wohlbewachte Häfen hinnehmen, Trockendocks aufsuchen, wo sie für diese Welt notdürftig wieder zusammengehämmert werden und wo keine natürlichen Strömungen vorhanden sind, um sie zu individualisieren. Walden war und Walden hat, soviel ich weiß, keinen anderen Zufluss oder Abfluss als durch Regen, Schnee und Verdunstung. Doch könnten vielleicht mit Thermometer und Schnur solche Stellen in der Tiefe des Teiches gefunden werden, denn wo das Wasser einfließt, wird es im Sommer wahrscheinlich am kühlsten, im Winter am wärmsten sein. Als im Jahre 1846-47 Leute im Teich Eis hackten, wurden einzelne Blöcke, die ans Ufer gebracht waren, von den Arbeitern, die sie aufstapelten, zurückgewiesen, da sie nicht dick genug waren, um mit den anderen ohne Schwierigkeiten geschichtet zu werden. Auf diese Weise entdeckten diese Leute, dass an einer kleinen Stelle das Eis etwa 2 bis 3 Zoll dünner war als anderswo. Dadurch wurden sie veranlasst, hier einen Zufluss anzunehmen. Sie zeigten mir noch einen anderen Platz, wo sie einen Leck
vermuteten, durch welchen der Teich nach der benachbarten Wiese einen Abfluss habe. Sie fuhren mich auf einer Eisscholle dorthin, um mir das Loch zu zeigen. Es war eine kleine Aushöhlung in 10 Fuß tiefem Wasser. Ich kann übrigens die volle Verantwortung dafür übernehmen, dass der Teich nicht gelötet zu werden braucht, falls sich nicht etwa ein größerer Leck als dieser findet. Man hat auch folgenden Vorschlag gemacht. Wenn solch ein Leck und durch ihn tatsächlich eine Verbindung mit der Wiese existiert, so ist es vielleicht möglich, den Zusammenhang dadurch nachzuweisen, dass man gefärbtes Pulver oder Sägespäne an seine Öffnung bringt und außerdem einen Filtrierstein über der Wiesenquelle befestigt. So mag es gelingen, kleine Teilchen, die durch die Strömung dorthin geschleppt sind, im Filter aufzufangen. Während ich meine Vermessungen machte, schwankte das 16 Zoll dicke Eis unter dem leichten Winde wie Wasser. Es ist allgemein bekannt, dass eine Wassermenge auf dem Eis nicht verwendet werden kann. 16,5 Fuß vom Ufer entfernt betrug die größte Schwankung, die durch eine am Ufer aufgestellte und mit einem auf dem Eise befindlichen Messstabe verbundene Wasserwaage gefunden wurde, 3/4 Zoll. Mitten auf dem Teiche war die Schwankung vielleicht noch größer. Wer weiß, vielleicht können wir auch eine Schwankung der Erdrinde entdecken, wenn unsere Instrumente fein genug wären. Wenn 2 Beine des Gestells, einer Wasserwaage, auf dem Lande standen und das dritte auf dem Eis sich befand, ferner das Visier über das Eis hinüber eingestellt war, so machte eine noch so unendlich kleine Schwankung des Eises an einem Baum des jenseitigen Ufers einen Unterschied von mehreren Fuß aus. Als ich zum Peilen Löcher in das Eis schnitt, fand ich 3 bis 4 Zoll hohes Wasser unter dem tiefen Schnee auf dem Eis. Er hatte es so weit hinabgedrückt. Das Wasser begann aber sofort in diese Löcher hineinzulaufen, floss 2 Tage in tiefen Strömen dahin, die das Eis nach jeder Richtung aushöhlten. Sie trugen hauptsächlich, wenn nicht ausschließlich, dazu bei, die Oberfläche des Teiches trocken zu legen. Und je mehr Wasser einfloss, desto mehr hob es und trug es das Eis. Wenn man ein Loch in den Boden eines Schiffes schneidet, um das Wasser herauszulassen, so ist das ein ähnlicher Vorgang. Wenn diese Löcher zufrieren, dann Regengüsse niederfallen und schließlich ein neuer Frost alles mit frischem, glattem Eis überzieht, so ist dieses unter der Oberfläche prächtig mit dunklen Ornamenten geschmückt, die in der Form etwas an Spinnweben erinnern und die man wohl als Eisrosetten bezeichnen könnte. Sie wurden durch die Kanälchen gebildet, welche das von allen Richtungen durch das Loch strömende Wasser ins Eis gegraben hatte. Bisweilen sah ich auch, wenn das Eis mit seichten Pfützen bedeckt war, meinen eigenen Schatten doppelt. Der eine stand auf dem Kopf des anderen, der eine auf dem Eis, der andere auf den Bäumen oder am Abhang des Hügels. Noch ist's kalter Januar. Eis und Schnee sind noch dick und fest. Da kommt der schlaue Gastwirt aus dem Dorfe herbei, um Eis zum Kühlen seiner Sommergetränke zu holen. Wie außerordentlich, beinahe wie betrübend klug er ist, der jetzt im Januar der Juli-Hitze und dem Juli-Durst vorbeugt. Im Winterüberzieher und mit Fausthandschuhen, als wenn es jetzt nicht Wichtigeres zu tun gäbe. Vielleicht legt er keine Schätze in dieser Welt zurück, die seinen Sommerdurst in der nächsten Welt stillen werden. Er schneidet und sägt in dem gefrorenen Teich, deckt das Dach vom Haus der Fische ab und fährt ihr ureigenes Element und ihre Luft, die durch Ketten und Stöcke wie Holzhandel zusammengehalten werden, durch die günstige Winterluft fort in den Winterkeller. Dort mag der Sommer über sie hinziehen. Wie kristallisierte Azur sieht das Eis aus, wenn es in weiter Ferne die Straße entlang gefahren wird. Diese Eisarbeiter sind ein fröhlicher Menschenschlag, stets zu Scherz und Spaß aufgelegt. Wenn ich zu ihnen kam, pflegten sie mich einzuladen, ihnen beim Sägen zu helfen. Sie wollten dabei über, ich sollte unter dem Eis stehen.
Im Winter 1846-47 eilten eines Morgens wohl an die 100 Männer von hypoboräischer Abkunft an unseren Teich mit vielen Wagenladungen plump aussehender Ackergeräte mit Schlitten, Rechen, Pflügen, Bohreggen, Rasenstecher, Schaufeln, Sägen und Harken. Außerdem war jeder Mann mit einer zweispitzigen Pike versehen, die im Farmer in Neuengland oder im Kultivator nicht beschrieben ist. Ich wusste nicht genau, ob sie Winterroggen oder irgendeine andere von Island importierte Getreideart säen wollten. Da ich keinen Dünger sah, dachte ich, die wollen es treiben wie du selbst, Rahm abschöpfen. Denn nach ihrer Ansicht ist der Boden tief genug und hat lange genug brach gelegen. Sie erzählten mir, ein Herr Landwirt, der nicht genannt werden wollte, wünsche sein Geld, das, sowohl ich erfahren konnte, sich bereits auf 500.000 belief, zu verdoppeln. Um aber jeden Dollar mit einem zweiten bedecken zu können, zog er dem Walden den einzigen Rock, ja die Haut selbst ab, mitten im strengen Winter. Sie machten sich sofort an die Arbeit. Pflügten, eckten, walzten und zogen, furchen, alles mit staunenswerter Genauigkeit, als ob sie fest entschlossen seien, hier eine Musterfarm einzurichten. Als ich aber genauer hinsah, um zu erfahren, was für Saat sie in die Furchen senkten, begann eine Anzahl der Gesellen neben mir mit einem ganz eigenartigen Ruck plötzlich den jungfräulichen Erdboden bis auf den Sand oder vielmehr bis auf das Wasser hinab, denn es war ja Quellenland, also die ganze Terra Firma herauszuholen und auf Schlitten fortzuschaffen. Da erriet ich, dass sie Torf im Moore stachen. So kamen und gingen sie Tag aus Tag ein von und nach einem Ort der eisigen Zone, während die Lokomotive auffallend laut dazu kreischte. Ich verglich diese Menschen mit einer Schar arktischer Schneevögel. Doch bisweilen rächte sich Squaw Walden. Dann glitt einer der Knechte, der hinter dem Gespann herschritt, durch einen Spalt hinunter zum Tartarus, und er, der vorher so mutig war, zitterte plötzlich wie ein Schneiderlein, büßte all seine animalische Wärme ein und war froh, in meinem Haus Zuflucht zu finden, wo er aufs Neue die Überzeugung gewann, dass ein Ofen nicht zu verachten ist. Bisweilen brach die gefrorene Erde auch ein Stück Stahl aus der Pflugschar, oder der ganze Pflug blieb in einer Erdfurche stecken und musste herausgehackt werden. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass täglich 100 Irländer mit Yankee-Aufsehern von Cambridge kamen, um Eis zu holen. Sie schnitten es in Blöcke, die Methode ist ja allgemein bekannt und bedarf keiner Beschreibung, brachten diese auf Schlitten ans Ufer und dort geschwind auf eine erhöhte Eisplatte. Mit Enterhaken, Rollen und Flaschenzügen, die durch Pferde in Bewegung gesetzt wurden, wurden sie so exakt übereinander gelegt wie eine gleiche Anzahl Mehlfässer, Seite an Seite, Reihe über Reihe, als ob sie das feste Postament eines wolkenspaltenden Obelisken bilden sollten. Die Arbeiter sagten mir, dass sie an einem Tage 1.000 Tonnen ungefähr die Ausbeute von einem Morgen herausbrächten. Tiefe Furchen und Runzeln wurden in das Eis gegraben, wie auf Terra Firma, wo die Schlitten in den gleichen Spuren fahren. Die Pferde fraßen ihren Hafer aus eimerartigen Krippen, die ins Eis gehauen waren. Die Arbeiter türmten die Blöcke in freier Luft zu einem Pfeiler auf, der 35 Fuß hoch war und ungefähr 30 bis 32 Meter im Quadrat bedeckte. Sie stopften Heu zwischen die Außenblöcke, um die Luft abzuhalten. Denn wenn der Wind auch noch so eisig hindurchbläst, er frisst doch große Höhlungen hinein, lässt nur hier und da eine leichte Stütze oder einen Eckpfeiler stehen und wirft schließlich den ganzen Turm um. Anfangs sah dieser Eisbau wie eine große blaue Festung oder wie Valhalla aus. Als die Arbeiter aber anfingen, grobes Wiesenheu zwischen die Spalten zu stecken und als dieses mit Raufrost und Eiszapfen sich bedeckte, sah er wie eine ehrwürdige, moosbewachsene, bereifte, aus azurfarbenem Marmor gebaute Ruine aus, wie die Wohnung des Winters,
jenes alten Herrn, dessen Bild wir in jedem Almanach erblicken und der sich augenscheinlich entschlossen hatte, mit uns zu übersommern. Die Leute berechneten, dass kaum 25% dieses Eises den Bestimmungsort erreichen würden, dass 2-3% im Eisenbahnwagen verloren würden. Ein noch größerer Teil dieses Eishauses hatte jedoch ein anderes Schicksal, als ihm zugedacht war. Entweder hielt sich das Eis nicht so gut, als man erwartet hatte, oder es war trotz aller Vorsichtsmaßregeln zu sehr mit der Luft in Berührung. Kurz, es kam aus diesem oder jenem oder noch einem anderen Grunde nie zum Verkauf. Schließlich wurde diese im Winter 1846-47 errichtete Eisburg, deren Gehalt man auf 10.000 Tonnen schätzte, mit Heu und Brettern zugedeckt. Trotzdem sie dann im nächsten Juli wieder bloßgelegt und teilweise fortgeschafft wurde und trotzdem der Rest der Sonne ausgesetzt war, blieb sie während dieses Sommers und des nächsten Winters stehen und war erst im September 1848 ganz geschmolzen. Auf diese Weise erhielt der Teich den größten Teil zurück. Das Eis, das Walden zeigt, in der Nähe gesehen wie sein Wasser eine grünliche Färbung. In der Ferne dagegen nimmt es eine herrliche Blaufärbung an und ist ohne Mühe selbst auf eine Viertelmeile hin von dem weißen Eis des Flusses oder von dem durchaus grünen einiger Teiche zu unterscheiden. Bisweilen gleitet solch ein großer Eisblock vom Schlitten des Fuhrmanns auf die Dorfstraße hinab und bleibt dort wie ein großer Smaragd eine Zeit lang liegen, ein Gegenstand des Interesses für alle Vorübergehenden. Ich bemerkte, dass ein Teil des Walden, dessen Wasser eine grüne Farbe zeigte, gefroren und von derselben Seite aus gesehen blau erschien. So sind auch die in der Nähe des Teiches befindlichen Erdeinsenkungen manchmal mit Wasser gefüllt, das so grün ist wie der Teich selbst, das aber am nächsten Tage gefroren, blau aussieht. Die blaue Farbe des Wassers und des Eises ist vielleicht auf ihren Gehalt an Licht und Luft zurückzuführen. Je stärker die Durchsichtigkeit, desto intensiver das Blau. Eis ist für die Betrachtung ein interessanter Gegenstand. Man hat mir erzählt, dass in einigen Eishütten am Fresh Pond 5 Jahre altes Eis noch nichts an Qualität verloren habe. Warum verdirbt ein Eimer voll Wasser so schnell und warum bleibt das Gefroren immer frisch? Derselbe Unterschied, hörte man häufig sagen, besteht zwischen den Leidenschaften und dem Verstand. So sah ich denn 16 Tage lang von meinem Fenster aus 100 Männer wie fleißige Farmer bei der Arbeit mit Wagen und Pferden und Ackergeräten aller Art. Ein Bild, wie es uns die erste Seite eines Almanachs zeigte. Und jedes Mal, wenn ich zu ihnen hinüberschaute, musste ich an die Fabel von der Lerche und den Schnittern, an das Gleichnis vom Sämann und an ähnliche Dinge denken. Jetzt sind sie alle fort. Und wenn wieder 30 Tage verflossen sind, dann werde ich vielleicht durch dasselbe Fenster auf das reine, meergrüne Waldenwasser hinausschauen, in welchem Wolken und Bäume sich spiegeln, während er einsam seinen Atem in die Luft sendet. Keine Spur wird darauf hindeuten, dass je ein Mensch hier stand. Vielleicht werde ich wieder einen einsamen Taucher lachen hören, wenn er untertaucht oder sein Gefieder putzt. Vielleicht sehe ich dann wieder einen einsamen Fischer in seinem Boot, das einem auf den Wellen tanzenden Blatt gleicht. Einen einsamen Fischer, der in den Fluten gerade dort sein eigenes Bild erblickt, wo noch vor kurzer Zeit 100 Männer furchtlos arbeiteten. So weiß ich also, dass die verschmachtenden Einwohner von Charleston und New Orleans, von Madras, Bombay und Kalkutta aus meinem Quell trinken. Morgens bade ich in meinem Geist in der unbegreiflichen hohen und kosmogonischen Philosophie der Bhagavad Gita, seit deren Geburt Götterjahre verflossen sind, und im Vergleich zu der unsere moderne Welt und unsere moderne Philosophie schwach und flach erscheinen. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass diese Philosophie auf einen früheren Daseinszustand zurückgeführt werden muss, der in seiner Erhabenheit unserem Verstande unfasslich ist.
Ich lege das Buch aus der Hand und gehe zu meinem Quell, um Wasser zu schöpfen. Und siehe da, dort treffe ich den Diener des Brahminen, des Priesters von Brahma, Vishnu und Indra. Noch immer sitzt er in seinem Tempel am Ganges und liest in den Fäden oder er lebt zu Füßen eines Baumes mit seiner Brotrinde und seinem Wasserkrug. Ich treffe den Diener, der Wasser für seinen Herrn holt, und unsere Eimer klirren gleichsam aneinander in demselben Quell. Das reine Walden-Wasser ist mit des Ganges heiligen Fluten vermischt. Günstige Winde treiben es fort. Vorbei an der Stelle, wo einst die Märcheninseln des Atlantis und der Hesperiden lagen. Es macht den Periplus des Hanno, flutet an Ternate und Tidore und an der Mündung des Persischen Golfes vorbei, zerstäubt unter den tropischen Stürmen des Indischen Ozeans und landet in Häfen, von denen Alexander nur den Namen hörte. Frühling. Wenn die Eisarbeiter große Flächen abtragen, so bricht der Teich meistens früher auf, da das vom Wind bewegte Wasser selbst bei kaltem Wetter das die Löcher umgrenzende Eis wegfrisst. Das traf in diesem Jahr beim Walden nicht zu, denn er hatte schon bald wieder ein neues, dickes Wams anstelle des geraubten angezogen. Dieser Teich wird nie so zeitig eisfrei wie andere in der Nachbarschaft. Erstens, weil er größere Tiefe besitzt und zweitens, weil kein Fluss durch ihn hindurch fließt, der das Eis schmelzen oder aushöhlen könnte. Ich erinnere mich nicht, dass er jemals im Winter aufbrach, selbst nicht im Winter 1852-53, wo die Teiche auf eine harte Probe gestellt wurden. Gewöhnlich fängt er ungefähr am 1. April an, aufzutauen, 8 bis 10 Tage nach dem Flintteich und nach Fairhaven. Das Eis schmilzt zuerst an der Nordseite und an jenen seichten Stellen, an denen es auch zuerst sich bildete. Er zeigt besser als irgendein anderes Wasser ringsum den absoluten Fortschritt der Jahreszeit an, da er von vorübergehenden Temperaturschwankungen am wenigsten beeinflusst wird. Wenn es im März einige recht kalte Tage hintereinander gibt, so kann dadurch das Auftauen der erstgenannten Teiche bedeutend verzögert werden, während die Temperatur im Waldensee nahezu konstant steigt. Ein am 6. März 1847 in der Mitte des Walden ins Wasser versenktes Thermometer zeigte 32 Grad Fahrenheit, also den Gefrierpunkt. Nahe am Ufer gab es 33 Grad an. In der Mitte vom Flintteich an demselben Tage 32,5 Grad und etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, in seichtem Wasser unter fußdickem Eis, 36 Grad. Dieser Unterschied von 3,5 Grad zwischen der Temperatur des tiefen und des seichten Wassers im Flintteich und die Tatsache, dass ein großer Teil dieses Gewässers verhältnismäßig flach ist, erklären, weshalb es so viel früher aufbricht als der Walden. Das Eis war an den seichten Stellen mehrere Zoll dünner als in der Mitte. Im strengen Winter war die Mitte am wärmsten und das Eis daselbst am dünnsten. Jeder, der einmal im Sommer am Ufer eines Teiches gewartet hat, konnte beobachten, wie viel wärmer das Wasser dicht am Ufer ist, wo die Tiefe nur 3 bis 4 Zoll beträgt, als etwa weiter hinaus, wie viel wärmer tiefes Wasser in der oberen Schicht als nahe am Grunde ist. Im Frühjahr übt die Sonne nicht nur durch die erhöhte Temperatur der Erde und der Luft Einfluss aus, sondern ihre Wärmestrahlen dringen durch mehr als fußdickes Eis, werden in seichtem Wasser vom Boden reflektiert, wärmen also das Wasser und bringen die Unterfläche des Eises zum Schmelzen, während sie gleichzeitig und auf direktem Wege auch die Oberfläche bearbeiten, sodass sie uneben wird und die Luftblasen im Eise sich nach oben und unten ausdehnen, bis die Eisfläche endlich ganz wie eine Honigscheibe aussieht und während eines Frühlingsregens plötzlich verschwindet. Das Eis hat seine Faserung so gut wie das Holz. Und wenn ein Eisstück anfängt zu zerfallen oder Zellen zu bilden, das heißt,
Wenn es das Aussehen einer Honigscheibe annimmt, so stehen die Luftzellen rechtwinklig zur ehemaligen Wasseroberfläche, ganz einerlei, in welcher Lage sich das Eisstück befindet. Dort, wo ein Felsen oder ein Baumstumpf nahe an die Oberfläche emporragt, ist das Eis bedeutend dünner. Ja, es ist sogar häufig durch die zurückgestrahlte Wärme völlig geschmolzen. In Cambridge hat man, wie mir erzählt wurde, den Versuch gemacht, Wasser in einem flachen Holzgefäß zum Gefrieren zu bringen. Dabei stellte sich heraus, dass die vom Boden des Gefäßes reflektierten Sonnenstrahlen die unter dem Gefäß und auch zu beiden Seiten zirkulierende kalte Luft an Kraft übertrafen. Wenn ein warmer Regen mitten im Winter den Schnee auf dem Walden-Eis zum Schmelzen bringt und in der Mitte hartes, dunkles oder durchsichtiges Eis zurücklässt, so sieht man meistens am Ufer einen etwa 16 Fuß breiten Streifen aus brüchigem, wenn auch dickerem Eise. Er verdankt sein Aussehen der zurückgestrahlten Wärme. Obendrein wirken, wie ich früher bereits einmal erwähnte, die im Eis befindlichen Blasen selbst als Brenngläser und bringen das unter ihnen befindliche Eis zum Schmelzen. Die Erscheinungen des Jahres spielen sich in kleinem Maßstabe täglich an einem Teiche ab. Jeden Morgen wird, im Großen und Ganzen gesprochen, das flache Wasser schneller erwärmt als das tiefe. Es braucht darum durchaus nicht so warm zu werden wie dieses. Und an jedem Abend wird es rascher bis zum Morgen abgekühlt. Der Tag ist ein kurzer Auszug des Jahres. Die Nacht ist dem Winter, Morgen und Abend sind dem Frühling und Herbst zu vergleichen, und der Mittag ist die Sommerglut. Das Krachen und Dröhnen des Eises zeigt eine Temperaturveränderung an. An einem prächtigen Morgen nach einer kalten Nacht am 24. Februar 1850 war ich zum Flintteich gewandert, um dort den Tag zuzubringen. Da bemerkte ich mit Erstaunen, dass im Eis, wenn ich mit dem dicken Ende meiner Axt darauf schlug, viele Meter weit ringsum ein Klang sich fortpflanzte, als ob ich ein Gong-Gong oder eine straff gespannte Trommel berührt habe. Ungefähr eine Stunde nach Sonnenaufgang, sobald der Einfluss der Sonnenstrahlen sich bei ihm bemerkbar machte, die über die Hügelspitzen auf ihn herniederfielen, begann der Teich zu krachen. Er reckte und streckte sich, gähnte wie ein erwachsener Mensch unter allmählich zunehmendem Spektakel. Das dauerte ungefähr 3 bis 4 Stunden lang. Um die Mittagszeit hielt er ein kleines Schläfchen, um gegen Abend, wenn er die Sonne nicht mehr spürte, abermals zu krachen begann. Ist das Wetter günstig, dann feuert ein Teich sein Abendgeschütz mit großer Regelmäßigkeit ab. Nur um die Mittagszeit, wo er viele Wunden besitzt und wo auch die Luft weniger elastisch ist, verliert er seine Resonanz ganz und gar. Wenn man dann auf ihn schlägt, jagt man den Fischen und den Bisamratten keinen Schrecken ein. Die Fischer glauben, dass das Donnern des Teiches die Fische scheu macht und dass sie deshalb nicht anbeißen. An jedem Abend donnert der Teich übrigens nicht, auch lässt sich nicht mit Bestimmtheit voraussagen, wann es geschehen wird. Wenn ich auch keinen Witterungswechsel bemerke, er kann es. Wer hätte solch ein großes, kaltes und dickhäutiges Geschöpf für so empfindlich gehalten? Doch auch ein Teich steht unter bestimmten Gesetzen, denen er donnernd Gehorsam bezeugt, wenn er so sicher wie die Knospen im Frühling aufbrechen muss. Überall lebt die Erde, überall ist sie mit Papillen bedeckt. Der größte Teich ist so empfindlich für atmosphärische Veränderungen wie das Quecksilbertröpfchen in seiner Röhre. Zu meiner Niederlassung in den Wäldern bestimmte mich auch der Umstand, dass ich dort Muße und Gelegenheit finden konnte, den Frühlingseinzug zu beobachten. Endlich fängt das Teicheis an, wie eine Honigscheibe auszusehen. Ich kann meinen Schuhabsatz hineinbohren, wenn ich hinübergehe. Nebel, Regenschauer und wärmere Strahlen schmelzen allmählich den Schnee. Die Tage sind schon merklich länger geworden. Ich weiß jetzt, dass ich in diesem Winter meinen Holzvorrat nicht mehr zu ergänzen brauche. Großer Feuer bedarf es nicht mehr.
Aufmerksam fahnde ich nach dem ersten Anzeichen des Frühlings, nach dem ersten verlorenen Zwitschern eines ankommenden Vogels, nach dem Gezirpe des gestreiften Eichhörnchens, denn sein Proviant muss jetzt beinahe verzehrt sein, nach dem ersten Ausfall des Murmeltieres aus seinem Winterlager. Schon hatte ich die blaue Grasmücke, den Singsperling und die Weindrossel gehört, und doch war am 13. März das Eis noch fast einen Fuß dick. Als wärmeres Wetter eintrat, wurde es nicht auffallend vom Wasser weggefressen, brach auch nicht auf und wurde nicht wie in Flüssen fortgetrieben. Am Ufer war es zwar in einer Ausdehnung von ungefähr 1¾ Metern ganz weggeschmolzen, in der Mitte dagegen hielt es stand, sah zellig aus und war mit Wasser so sehr durchtränkt, dass man seinen Fuß selbst dort, wo es 6 Zoll dick war, hindurchstoßen konnte. Am nächsten Tage war es, vielleicht durch einen warmen Regen, dem Nebel folgte, ganz verschwunden, mit dem Nebel auf und davon, im Nebel entführt. Einmal war ich sogar noch über die Mitte gegangen, 5 Tage bevor es gänzlich verschwunden war. 1845 war Walden am 1. April völlig eisfrei, 1846 am 25. März, 1847 am 8. April, 1851 am 28. März, 1852 am 18. April, 1853 am 23. März, 1854 ungefähr am 7. April. Jeder Vorgang, der mit dem Aufbrechen der Flüsse und Teiche und mit regelmäßigerer Witterung zusammenhängt, ist besonders für uns, die wir in einem solch großen, Schwankungen unterworfenen Klima leben, interessant. Wenn wärmere Tage kommen, dann hören die in der Nähe der Flüsse wohnenden Menschen während der Nacht das Krachen und erschreckende Dröhnen des Eises, das wie Artilleriefeuer klingt oder als ob der Fluss seine Eisfesseln kurz und klein reißen wolle. Nach wenigen Tagen sehen sie dann das Eis hurtig davontreiben. So kriecht der Alligator aus dem Schlamme empor, wenn die Erde erbebt. Ein alter Mann, ein scharfer Beobachter der Natur, der all ihr Tun und Treiben so gut zu kennen scheint, als ob sie während seiner Kinderjahre auf Dock gelegen und er beim Einsetzen ihres Kieles geholfen hätte, dieser alte Mann, der, selbst wenn er so alt wie Methusalem werden sollte, sich kaum mehr natürliche Kenntnisse erwerben wird, erzählte mir, und ich war erstaunt, dass irgendein Vorgang in der Natur ihn in Erstaunen setzen konnte, weil ich glaubte, zwischen ihr und ihm bestünde kein Geheimnis, dass er an einem Frühjahrstage seine Flinte genommen und das Boot bestiegen habe, um sich ein wenig mit den Enten zu unterhalten. Die Wiesen waren noch mit Eis bedeckt. Der Fluss dagegen war eisfrei und ohne Mühe kam er von Sudbury zum Fairhaven-Teich hinab, den er zu seinem Erstaunen mit festem Eis bedeckt fand. Der Tag war warm und er wunderte sich, wie eine solch große Eismasse sich noch behaupten konnte. Da er keine Enten sah, verbarg er sein Boot an der Nordseite, das heißt an der Rückseite einer Insel, und versteckte sich dann selbst in dem Unterholz an der Südseite, um auf die Tiere zu warten. Am Ufer war das Eis im Umkreis von 12 bis 15 Metern geschmolzen. Das Wasser war dort ruhig und warm, der Grund schlammig, wie ihn Enten lieben. Er glaubte, die Tiere würden sich schon bald einfinden. Nachdem er ungefähr eine halbe Stunde lang ruhig dort verweilt hatte, hörte er ein dumpfes und augenscheinlich sehr entferntes, aber ein eigenartig erhabenes und eindrucksvolles Geräusch, das sich mit keinem anderen je von ihm gehörten Laut vergleichen ließ. Immer mehr schwoll es an, als ob eine furchtbare Weltkatastrophe herannahe, und plötzlich kam es ihm so vor, als ob dieses dumpfe Rauschen und Brausen von einem großen Schwärm Wasservögel herrührte, die sich hier niederlassen wollten. So griff er dann schnell seine Büchse und sprang erregt empor. Da fand er zu seiner Überraschung, dass der ganze Eiskörper sich während seines Wartens in Bewegung gesetzt hatte und gegen das Ufer trieb. Das Geräusch aber, das er vernommen hatte, war
durch das Reiben des Eises am Ufer erzeugt. Erst wurde es stückweise abgebröckelt und abgespalten, dann aber türmte es seine Schollen zu einer beträchtlichen Höhe am Ufer des Teiches empor, bevor es zum Stillstand kam. Endlich haben die Sonnenstrahlen den rechten Winkel erreicht. Warme Winde blasen Nebel und Regen fort und schmelzen die Schneehaufen. Die Sonne zerteilt den dunstigen Schleier und lacht auf eine rotbraun und weiß getüpfelte Landschaft herab, die Weihrauch zu ihr emporsendet und durch welche der Wanderer von Inselchen zu Inselchen seinen Weg sucht, während ihn der Gesang von tausend murmelnden Bächlein und Flüsschen erfreuen, die in ihren Adern Winterblut davontragen. Selten hatte ich größere Freude an der Beobachtung einer Naturerscheinung als beim Anblick jener Formen, welche im auftauenden Sand und Ton zutage traten, wenn Sand oder Ton an den Seiten eines tiefen Eisenbahnhohlweges, an welchem ich auf meinem Wege zum Dorf vorbeikam, herabflossen. In solch großem Maßstabe sieht man dieses Phänomen nicht sehr häufig, obwohl die Anzahl frisch aufgeworfener Dämme aus diesem Material sich seit der Erfindung der Eisenbahn sehr vermehrt haben muss. Das Material bestand aus Sand in allen Feinheitsgraden und in verschiedenen warmen Farben, meistens mit ein wenig Ton vermischt. Wenn die Kälte im Frühjahr nachlässt, ja selbst an einem Tautag im Winter, beginnt der Sand die Abhänge hinunter zu fließen wie Lava, wobei er bisweilen durch den Schnee hindurchbricht und ihn dort, wo bisweilen kein Sand zu sehen war, überschwemmt. Zahllose kleine Bäche überspringen einander, verflechten sich miteinander, wodurch ein hybrides Gebilde entsteht, das halb dem Gesetz der Strömung, halb dem der Vegetation gehorcht. Beim Fließen nimmt es die Gestalt saftiger Blätter oder Ranken an, bildet Haufen weicher Zweige, die mehr als einen Fuß dick sind und die, wenn man auf sie niedersieht, dem ausgezackten, gelappten und dachziegelförmigen Talus einiger Flechten gleichen. Oder man wird an Krallen erinnert, an Leopardentatzen oder Vogelfüße, an Hirn, Lungen oder Gedärme, an Exkremente aller Art. Es ist wirklich eine groteske Vegetation, deren Form und Farbe wie in Bronze nachgeahmt sehen, eine Art architektonisches Laubwerk, älter und typischer als Akanthus, Zichorie, Efeu, Rebe oder irgendein Pflanzenblatt. Vielleicht ist sie dazu bestimmt, unter gewissen Umständen den Geologen der Zukunft Rätsel aufzugeben. Der ganze Hohlweg machte auf mich den Eindruck einer mit Tageslicht überfluteten Stalaktitenhöhle. Die mannigfachen Schattierungen des Sandes sind auffallend reich und ansprechend. Sie umfassen die verschiedenen Eisenfarben braun, grau, gelblich und rötlich. Wenn die flutende Masse den Graben erreicht, so breitet sie sich flacher in Strähnen aus. Die getrennten Ströme verlieren ihre halbzylindrische Form, werden allmählich flacher und breiter und vereinigen sich, sobald mehr Feuchtigkeit sie durchdringt, so dass sie schließlich einen flachen Strand bilden, der noch immer mannigfaltig und prächtig schattiert ist und in dem man noch die ursprüngliche Pflanzenform zu erkennen vermag. Schließlich werden sie im Wasser zu Sandbänken, wie sie sich vor Flussmündungen bilden. Dann verliert sich die Pflanzenform in den welligen Erhebungen des Grundes. Die ganze etwa 20 bis 30 Fuß hohe Böschung ist an einer Seite und bisweilen gar an zwei Seiten mit Massen dieses Blätterwerkes oder dieses Sandbruches eine Viertelmeile lang bedeckt. Sie alle schuf ein einziger Frühlingstag. Dieses Sandlaub ist deswegen so merkwürdig, weil es so außerordentlich schnell sich entfaltet. Wenn ich an der einen Seite die träge Dammböschung entlang sehe, denn die Sonne arbeitet zuerst nur an einer Seite, und an der anderen dieses üppige Laubwerk erblicke, so habe ich das Gefühl, als ob ich gewissermaßen in der Werkstätte jenes Künstlers stände, der die Welt und mich geschaffen hat, als ob ich zu ihm gekommen sei, während er noch bei der Arbeit ist und gerade diese Böschung spielend schafft,
im Übermaß der Kraft neuer Ornamente hier verstreuend. Ich habe das Gefühl, als ob ich den Eingeweiden des Erdballs näher stehe, denn diese sandige Überschwemmung ist gewissermaßen eine solch verzweigte Masse wie die Eingeweide des animalischen Körpers. So findet man also sogar im Sand eine Antizipierung des Pflanzenblattes. Kein Wunder, dass die Erde sich nach außen in Blättern ausspricht, da in ihr dieser Gedanke wohnt. Die Atome haben schon dieses Gesetz gelernt und sind damit erfüllt. Das schattenspendende Blatt sieht hier sein Vorbild. Innerlich, einerlei, ob im Erdball oder im menschlichen Körper, ist es ein feuchter, dicker Lappen. Ein Wort, das sich besonders auf Leber, Lungen und Fettlappen anwenden lässt. Labor, Lapsus, laufen oder gleiten, Lapsus, Globus, Lobe, Globe, auch Lab, Lappen, Flapp, Klappen und viele andere. Äußerlich ist es ein dünnes Blatt, Englisch Leaf, und F und V sind getrocknete B. Die Wurzel von Lobe, Lappen, ist LB. Die weiche Masse des B, einlappig oder großes B, doppellappig. Dazu das flüssige I, das sie vorwärts schiebt. In Globe, Glub, wird die Funktion des Rachens zu Hilfe genommen, um durch das G den Sinn des Wortes zu vermehren. Die Federn und Flügel der Vögel sind noch trockenere, dünnere Blätter. So werden wir also aus der plumpen Larve im Erdboden zum luftigen, flatternden Schmetterling. Der Erdball selbst übertrifft sich beständig und wird in seiner Bahn beflügelt. Selbst das Eis gleicht anfangs Kristallblättern, als ob es in Formen geflossen wäre, die das Laub der Wasserpflanzen in den Wasserspiegel eindrückte. Ja, der ganze Baum ist nur ein Blatt. Flüsse sind noch größere Blätter, die zwischen ihren Windungen liegende Erde ist ihr Fleisch, und die Städte und Städtchen sind die Insekteneier in den Winkeln, welche von den Abzweigungen gebildet werden. Nach Sonnenuntergang hört der Sand zu fließen auf. Am Morgen beginnen die Ströme jedoch aufs Neue zu fluten und zahllose Verästelungen zu bilden. Hier kann man vielleicht beobachten, wie Blutgefäße sich bilden. Beim genauen Hinsehen bemerkt man, dass zuerst von der tausenden Masse ein Strom weichen Sandes, dessen Spitze wie ein Tropfen aussieht, sich absondert, dass dieser Strom wie eine Fingerspitze langsam und blind seinen Weg abwärts tastet, bis dann schließlich, während die Sonne höher und höher steigt und mehr Hitze und Feuchtigkeit sich entwickelt, der flüssigste Teil in seinem Bestreben, dem Gesetz zu gehorchen, dem auch der schwerfälligere Teil unterworfen ist, sich von dem Hauptstrom abtrennt und selbstständig eine gewundene Rinne oder Arterie bildet, in welcher kleine, silberne Ströme von einem Teil der fleischigen Blätter oder Zweige zum anderen wie Blitze leuchten und bisweilen vom Sand verschlungen werden. Es ist wunderbar, wie schnell und mit welcher Vollkommenheit der Sand beim Fließen sich formt, indem er das beste Material, das in seiner Masse enthalten ist, benutzt, um die scharfen Ufer seines Kanals zu bilden. So mag es auch an den Quellen der Flüsse geschehen. Vielleicht ist in den Silikaten, die das Wasser absetzt, das Knochengerüst und in dem noch feineren Erdsediment und in den organischen Stoffen die Fleischfaser oder das Zellengewebe enthalten. Was ist der Mensch anderes als eine Masse auftauenden Tones? Die Fingerspitze des Menschen ist ein erstarrter Tropfen. Die Finger und die Zehen stießen von der auftauenden Masse des Körpers nach der äußersten Peripherie des Körpers hinfort. Wer weiß, wie der menschliche Körper sich unter einem noch lieblicheren Himmel ausdehnen, wie er überströmen würde. Ist nicht die Hand ein Palmenblatt mit seinen Läppchen und Adern? Das Ohr mit seinem Läppchen oder Tröpfchen kann man, wenn man die Fantasie zu Hilfe nimmt, als eine Flechte, Umbilicaria, an den Seiten des Kopfes betrachten. Die Lippen, Labium von Labor, sind Lappen oder Auslappungen an den Seiten der Mundhöhle. Die Nase ist augenscheinlich ein geronnener Tropfen, ein Stalaktit. Das Kinn ist ein noch größerer Tropfen. Der Tropfenanfall vom Gesicht sammelt sich hier an.
Die Wangen sind von der Stirn in das Tal des Gesichtes hinuntergerutscht, durch die Backenknochen wurden sie aufgehalten und breiteten sich flächenhaft aus. Jedes abgerundete Läppchen eines Pflanzenblattes ist ebenfalls ein dicker, jetzt zaudernder, größerer oder kleinerer Tropfen. Die Zacken sind die Finger des Blattes, und so viele Zacken es hat, nach so vielen Richtungen will es fließen. Noch mehr Wärme oder andere ihm zusagende Einflüsse würden es veranlasst haben, noch weiter sich auszubreiten. So hatte es den Anschein, als ob dieser eine Hügelabhang das Prinzip aller Naturvorgänge enthülle. Der Schöpfer dieser Erde patentierte nur ein Blatt. Welcher Champignon wird diese Hieroglyphe für uns enträtseln? Champollion war ein französischer Gelehrter und Begründer der Archäologie. Also, welcher Champollion wird diese Hieroglyphe für uns enträtseln, damit wir schließlich ein neues Blatt umwenden können? Dieses Phänomen gewährte mir größere Freude als die üppige Fruchtbarkeit der Weingärten. Allerdings, es hat etwas Exkrementartiges in seinem Charakter, und die Zahl der Haufen aus Lebern, Lungen und Gedärmen nimmt kein Ende, als ob der Erdball gewendet wäre und die Innenseite nach außen läge. Aber man wird hierdurch wenigstens daran gemahnt, dass die Erde Eingeweide besitzt und auch hier die Mutter der Menschheit ist. Das ist der Frost, der aus dem Boden kommt. Das ist Frühling. Es ist der Vorbote des grünen, blühenden Frühlings, wie die Mythologie der Vorbote der Dichtkunst an sich ist. Nichts reinigt uns besser von Winterqualen und Verdauungsschwäche. Er überzeugt mich, dass Mutter Erde noch immer in den Windeln liegt und ihre Kinderfinger nach allen Seiten ausstreckt. Frische Locken bedecken die nackteste Stirn. Nichts Anorganisches ist zu bemerken. Diese Haufen Laubwerk liegen den Damm entlang, wie die Schlacken eines Ofens, und beweisen, dass die Natur innen unter Hochdruck steht. Die Erde ist durchaus kein Fragment toter Geschichte, wo Stratum über Stratum wie eine Druckseite über der anderen liegt, kein Fragment, das Geologen und Archäologen hauptsächlich erforschen sollen, sondern lebendige Dichtung, wie die Blätter eines Baumes, die den Blüten und Früchten vorauseilen. Keine versteinerte, sondern lebendige Erde. Mit ihrem gewaltigen, zentralen Leben verglichen erscheint alles animalische und vegetabilische Leben nur schmarotzerhaft. Ihr Kreisen wird unsere Exuviae aus den Gräbern heben, und wenn wir auch Metalle schmelzen und ihnen die schönsten Formen geben, so können mich nicht so ergreifen, so können sie mich nicht so ergreifen, wie die Formen, in welche diese geschmolzene Erde sich ergießt. Nicht nur die Erde, nein, auch ihre Satzungen sind plastisch, wie der Ton in des Töpfers Hand. Und gar bald kommt nicht nur aus diesen Dämmen, sondern aus jedem Hügel, aus der Ebene und aus jeder Höhlung der Frost aus dem Boden, wie ein schläfriger Vierfüßler aus seinem Schlupfwinkel hervor, wandert mit Gesang dem Meere zu oder zieht in den Wolken in fremde Lande. Tau ist mit seiner milden Überredungskunst mächtiger als Thor mit seinem Hammer. Der eine schmilzt, der andere zertrümmert nur. Als der Boden teilweise schneefrei war und einige warme Tage seine Oberfläche etwas getrocknet hatten, war es ein Genuss, die ersten zarten Zeichen des eben aus der Erde hervorlugenden, neugeborenen Jahres mit der stolzen Schönheit der verdorrten Vegetation zu vergleichen, welche den Winter überdauert hatte. Immergrün, Goldstaub, die Spierstaude und anmutiges, wildes Gras fallen jetzt mehr auf, erwecken jetzt mehr Interesse als im Sommer, als ob ihre Schönheit erst jetzt zu voller Reife gelangt sei. Und das Woll- und Katzenschwanzgras, Wollkraut, Beifuß, Nadel- und Mehlkraut und andere Pflanzen mit derbem Stängel, diese unerschöpflichen Kornspeicher, welche den ersten Vögeln Nahrung gewähren, gleichen dem bescheidenen Gewand, das die verwitwete Natur zunächst noch trägt.
Hauptsächlich interessiert mich die gewölbte und garbenartige Spitze des Wollgrases. Sie ruft im Winter den Sommer zurück und zeigt jene Formen, welche die Kunst mit Vorliebe nachahmt und welche im Königreich der Pflanzen dieselbe Beziehung zu den Menschenherzen bereits bekannten Typen haben wie die Astronomie. Sie gibt einen uralten Stil wieder, der älter ist als der griechische oder der ägyptische. Viele Erscheinungen, die der Winter mit sich bringt, sind unaussprechlich zart, zerbrechlich und zierlich. Wir sind daran gewöhnt, dass dieser König als ein wilder, ungebändigter Tyrann geschildert wird. Er schmückt jedoch mit der Zärtlichkeit eines Verliebten des Sommers Locken. Als der Frühling herannahte, kamen, immer gepaart, die roten Eichhörnchen unter mein Haus. Sie liefen über meine Stiefel, wenn ich da saß und las oder schrieb. Dabei ließen sie das wunderlichste Glucksen und Girren, Vokale, Pirouetten und Kichern hören, das ich je vernahm. Und wenn ich dann mit den Füßen stampfte, so kicherten sie nur umso lauter, als ob sie mit ihren verrückten Possen jenseits von Furcht und Achtung ständen und der Menschheit das Recht absprächen, ihnen Einhalt zu gebieten. Was fällt euch denn ein? Schikarie, Schikarie! Sie blieben meinen Forderungen gegenüber vollkommen taub oder konnten ihre Berechtigung nicht einsehen. Sie schimpften dermaßen, dass man ihnen gegenüber machtlos war. Der erste Sperling des Frühlings. Mit jüngerer Hoffnung denn je beginnt das Jahr. Einen leisen silbernen Triller lassen der Singsperling, die Weindrossel und die blaue Grasmücke über die teilweise noch nackten, feuchten Felder erschallen, als ob die letzten Winterflocken klingend herniederschweben. Wie wertet man in solchen Stunden Geschichte, Chronologien, Traditionen und alle geschriebenen Offenbarungen? Die Bäche singen Lobgesänge und jubeln dem Frühling zu. Tief über die Wiesen hin segelt der Sumpffalke und späht nach dem ersten schleimigen Leben, das hier erwacht. Der ersterbende Ton des schmelzenden Schnees lässt sich überall vernehmen und schnell löst sich das Eis auf den Teichen. An den Hügelhängen flammt das Gras wie ein Frühlingsfeuer empor. Et primatus oritur herba imbribus primoribus evocata, als ob die Erde ein inneres Feuer nach außen sende, um die Wiederkunft der Sonne zu begrüßen. Nicht gelb, nein, grün ist die Farbe dieser Flamme. Das Symbol ewiger Jugend, der Grashalm, quillt wie ein langes, grünes Band aus dem Boden in den Sommer hinein. Zwar hat er mit dem Frost zu kämpfen, doch weiter und immer weiter strebend erhebt er seinen dürren Speer vom letzten Jahre in die Lüfte, während frisches Leben unten schon sich regt. Er wächst so stetig, wie das Büchlein aus dem Boden sickert. Es muss wohl Bächlein heißen. Hier steht Büchlein, aber wie das Bächlein aus dem Boden sickert. Ja, er ist identisch mit ihm. Denn wenn im Juni die langen Tage kommen und die Wässerchen austrocknen, dann sind die Grashalme ihre Kanäle und Jahr aus Jahr ertrinken die Herden diesen unversiegelten grünen Strom, welchem der Schnitter bei Zeiten seinen Wintervorrat entnimmt. So stirbt auch unser Menschenleben nur bis zur Wurzel ab und schickt dann wieder grüne Sprossen zur Ewigkeit empor. Walden schmilzt immer mehr. Ein etwa 9 Meter breiter Kanal hat sich an seiner Nord- und Westseite gebildet. Ein großer Eisfeld ist von der Hauptstraße abgebröckelt. Entschuldigung, auch hier steht wieder ein großes Eisfeld ist von der Hauptmasse abgebröckelt. Im Unterholz am Ufer trillert der Singsperling. Olit, olit, olit. Chip, 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 chirr. Es wird mir hier fast live gemacht. Auch er hilft beim Eissprengen. Wie herrlich sind die großen, mannigfachen Windungen am Eisrand. Fast gleichen sie denen am Ufer, nur sind sie regelmäßiger. Das Eis ist ungewöhnlich hart infolge der letzten, strengen, wenn auch nur kurzen Zeit dauernden Kälte und wohl gereinigt und gewellt wie der Fußboden in einem Palast.
Vergeblich streicht indessen der Wind über seine durchsichtige Oberfläche, bis er die lebendige Oberfläche darunter erreicht. Dieses in der Sonne funkelnde Wasserband gewährt einen herrlichen Anblick. Es ist das unverhüllte Antlitz des Teiches, voll Lust und Jugend, das die Freude der Fische in der Tiefe und des Sandes am Ufer auszudrücken wünscht. Silbern glänzt es, wie die Schuppen des Leucisius, als ob es nur ein munterer Fisch wäre. Das ist der Unterschied zwischen Winter und Frühling. Walden war tot und ist wieder zum Leben erwacht. Allerdings ging das Erwachen in diesem Jahre, wie ich schon erwähnte, langsamer vonstatten. Der Umschlag von winterlich-stürmischem zu mildem, heiterem Wetter, von trüben und trägen zu hellen und tatkräftigen Stunden, ist eine denkwürdige Krisis, welche sich in allen Dingen bemerkbar macht. Schließlich ist er wie mit einem Zauberschlage da. Eine Flut von Licht erfüllte plötzlich mein Haus. Obwohl Winterwolken darüber standen, obwohl der Abend nahe war und aus den Dachtraufen Graupelregen herniederrann. Ich blickte zum Fenster hinaus und sehe da, wo gestern noch kaltes, graues Eis sich befand, lag jetzt der durchsichtige See, bereits in voller Ruhe und hoffnungsfreudig wie an einem Sommerabend, spiegelte in seinem Schoß einen Sommerabend wider, obwohl er über ihm noch nicht sichtbar war. Es war, als ob er mit einem fernen Horizont im Einvernehmen stände. In der Ferne hörte ich ein Rotkehlchen. Zum ersten Mal, wie mich dünkte, seit Jahrtausenden lauschte ich seinem Lied. Und in vielen Jahrtausenden werde ich dieses Lied nicht vergessen. Den alten, süßen, bezaubernden Sang aus der Ewigkeit. O du mein Rotkehlchen, mein Genosse am Sommerabend in Neuengland. Könnte ich doch den Zweig finden, auf dem du dich wiegst? Ich meine gerade dich. Ich meine auch gerade diesen Zweig. Du gehörst sicher nicht zum Stamme Turdus migratorius. Die Pechtannen und Zwergeichen bei meinem Hause, die so lange die Köpfe hängen ließen, zeigten plötzlich wieder ihren altgewohnten Charakter, sahen heller, grüner, stolzer, lebensfroher aus, als ob sie durch den Regen wirklich gereinigt und erfrischt wären. Ich wusste, dass es nicht mehr regnen würde. Man braucht nur irgendeinen Zweig im Walde, ja nur den Holzstoß anzusehen, um zu wissen, ob dieser Winter fortzog oder nicht. Als die Dunkelheit herabsank, schreckte mich das Honk, Honk der Wildgänse auf, die dicht über den Baumgipfeln dahinflogen, wie traurige Wanderer, die spät von südlichen Seen heimkehrten und schmerzvolle Klagen und gegenseitige Tröstungen sich zuriefen. Ich stand vor meiner Tür. Ihr Flügelschlag war deutlich zu hören. Doch als sie sich meinem Hause näherten und plötzlich mein Licht sahen, verstummte ihr Geschrei. Sie schwenkten nach dem Teich hin ab und ließen sich auf ihm nieder. Ich ging ins Haus, machte die Tür zu und verbrachte die erste Frühlingsnacht in den Wäldern. Am Morgen beobachtete ich die Gänse von meiner Tür aus durch den Nebel. Sie segelten mitten auf dem Teich, etwa 300 Meter entfernt, mit so viel Lärm und in solcher Anzahl umher, dass der Walden den Eindruck machte, als sei er künftig für ihr Vergnügen hergerichtet. Sobald ich aber am Ufer erschien, stiegen sie auf ein Zeichen ihres Führers mit lautem Flügelschlag in die Höhe und in die Lüfte. Dann stellten sie sich, ich zählte 29 in Reihe und Glied, zogen ihre Kreise über meinem Haupt und nahmen schließlich den Kurs direkt auf Kanada zu, während der Kommodore von Zeit zu Zeit regelmäßig sein Onk ertönen ließ. Sie hofften, ihren Hunger in schlammreicheren Teichen stillen zu können. Ein Schwarm Wildenten stieg zu gleicher Zeit auf und schlug den Weg nach Norden ein, die gleiche Flügelbahn benutzend wie ihre noch mehr lärmenden Verwandten. Eine Woche lang hörte ich an nebligen Morgen eine einsame Wildgans, die schreiend im Kreise umhertappte, um ihre Gefährten zu suchen. Sie erfüllte die Wälder mit dem Klang eines reicheren Lebens, als sie zu unterhalten vermochte. Im April ließen sich die Tauben wiedersehen.
Schnell kamen sie in kleinen Schwärmen herbeigeflogen. Zur richtigen Zeit hörte ich auch die Mauerschwalben, die über meiner Lichtung zwitscherten. Da es nicht den Anschein hatte, als ob das Stadtgebiet an diesen Sängern so reich sei, dass es mir einige abtreten könnte, bildete ich mir ein, dass sie jenem alten Geschlechte angehörten, das in Baumstämmen lebte, bevor die weißen Männer kamen. Fast in jedem Klima gehören die Schildkröte und der Frosch zu den Vorboten und Herolden und Herolden dieser Jahreszeit. Die Vögel singen und schwirren mit glänzendem Gefieder durch die Luft. Pflanzen sprossen empor und blühen, und die Winde wehen, um diese leichte Schwankung der Pole auszugleichen, um das Gleichgewicht der Natur wiederherzustellen. Wie jede Jahreszeit, sobald sie einmal da ist, uns als die beste erscheint, so wirkte der Frühlingseinzug wie die Erschaffung des Kosmos aus dem Chaos, wie die Verwirklichung des goldenen Zeitalters auf uns. Eiurus ad auroram, nabateaque regna recessit, persidaque et radiis juga subdita matudinis. Eurus entwich zu Aurora, zur nabatanischen Herrschaft und zu einem Persergebiet und den Höhen am Lichte des Morgens. Und es erhob sich der Mensch, ob ihn aus göttlichem Samen schuf der Vater, der Ding als Quell der edleren Schöpfung, oder ob frisch die Erde, die jüngst vom erhabenen Äther los sich wand, noch Samen enthielt des befreundeten Himmels. Aus den Metamorphosen des Ovid. Ein einziger milder Regen machte das Gras um manche Schattierungen grüner. So hält sich unsere Zukunftshoffnung durch den Einfluss besserer Gedanken auf. Gesegnet wären wir, wenn wir immer in der Gegenwart lebten, wenn wir jedes Ereignis, das an uns herantritt, vorteilhaft zu benutzen wüssten, wie das Gras, das den Einfluss des leichtesten Taus, der es feuchtet, verrät, wenn wir unsere Zeit nicht dazu missbrauchten, früher Versäumtes nachzuholen, was wir dann Pflichterfüllung nennen. Wir kleben noch am Winter, wenn es schon Frühling ist. An einem frischen Frühlingsmorgen sind dem Menschen alle Sünden vergeben. Solch ein Tag bringt Waffenstillstand für das Laster. Solange solch eine Sonne ohne Unterlass uns scheint, kann der größte, elendste Sünder umkehren. Durch die Unschuld, wie wir selber wiederfanden, sehen wir die Unschuld unseres Nachbarn. Auch wenn du deinen Nächsten gestern noch als Dieb, Trunkenbold oder Lüstling gekannt hast, nur Mitleid oder Verachtung für ihn fühltest und an der Welt verzweifelt bist, jetzt an diesem ersten Frühlingsmorgen, wo hell und rein die Sonne hinunterblickt, siehst du ihn bei friedlichen, heiterer Arbeit, siehst, wie seine schlaffen, kranken Adern mit stiller Freude sich füllen, den neuen Tag segnen und wie er den Einfluss des Frühlings mit Kinderunschuld in sich saugt und all seine Sünden sich vergessen. Ihn umschwebt nicht nur eine Atmosphäre guten Willens, nein, auch ein Drang nach Heiligkeit ringt blind und vergeblich vielleicht nach Betätigung wie ein neu erwachter Instinkt, sodass wenigstens eine Zeit lang der Hügelabhang keinen gemeinen Witz vernimmt. Du siehst einige unschuldige, schöne Triebe, die gerade aus der knorrigen Rinde hervorbrechen wollen, um ein neues Lebensjahr zu versuchen, so zart und frisch wie der jüngste Tag. Auch er ging ein zu seines Herrn Freude. Warum lässt der Kerkermeister die Türe nicht weit offen stehen? Warum schickt der Richter den Angeklagten nicht fort? Warum schickt der Priester seine Gemeinde nicht fort? Weil sie alle Gottes Wink nicht folgen, nicht die Vergebung annehmen wollen, die ihnen von Herzen angeboten wird. Eine Rückkehr zum Guten, welche jeden Tag in der ruhigen und wohltuenden Atmosphäre des Morgens sich vollzieht, bewirkt, dass wir uns mit unserer Tugendliebe und mit unserem Lasterhass ein wenig der Urnatur des Menschen nähern, wie die Sprossen des Waldes, den man niederschlug.
Ebenso hindert das Böse, das wir im Verlauf des Tages tun, die kaum erwachten Keime der Tugend an ihrer Entfaltung und zerstört sie. Werden die Keime zur Tugend auf diese Weise mehrfach an ihrer Weiterentwicklung gehindert, dann genügt der wohltuende Hauch des Abends nicht, sie zu erhalten. Sobald aber der Hauch des Abends nicht mehr genügt, sie zu erhalten, dann unterscheidet sich der Menschen Natur nicht mehr von des Tieres Natur. Wenn aber ein Mensch den anderen so tierisch sieht, dann glaubt er, dass dieser nie die angeborene Fähigkeit der Vernunft besessen habe. Sind das die wahren und natürlichen Gefühle des Menschen? Es entsproste das goldene Geschlecht, das von keinem gezüchtigt, ohne Gesetz freiwillig der Treu und Gerechtigkeit wahrnahm. Furcht und Strafe war fern. Nicht lasen sie drohende Worte auf dem gehefteten Herz, nicht bang vor des richtenden Antlitz, stand ein flehender Schwarm. Ungezüchtigt waren sie sicher. Nie vom eigenen Gebirg, um der Fremdlinge Welt zu besuchen, stieg die gehauene Fichte hinab in die flüchtige Woge. Außer den ihrigen kannten die Sterblichen keine Gestade. Ewig waltete Lenz und sanft mit lauem Gesäusel, fächelnden Zephyrus Hauche die saatlos keimenden Blumen. Ebenfalls aus den Metamorphosen von Ovid. Am 29. April fischte ich vom Flussufer aus nahe bei der Ninea Cricorna Brücke, auf Zittergras und Weidenwurzeln stehend, dort wo Bisamratten auf der Lauer liegen. Da hörte ich plötzlich einen eigentümlichen klappernden Ton, wie ihn Knaben mit zwischen den Fingern geklemmten Holzstückchen hervorbringen, und als ich in die Höhe sah, erblickte ich einen sehr schlanken, anmutigen Falken, der einem Nachtfalken gleichend bald in leichten Kurven aufwärts stieg, bald sich überstürzend etwa 3 bis 6 Meter niederfiel, wobei die Unterseite seiner Flügel sichtbar wurde, die wie Atlasband oder Perlmutter im Sonnenscheine glänzten. Dieser Anblick erinnerte mich an Falkenjagden und all das Erhabene und Poetische, was mit diesem Vergnügen verknüpft war. Merlin sollte er heißen, dachte ich bei mir. Doch der Name ist mir Nebensache. Es war der ätherischste Flug, den ich je gesehen habe. Er flatterte nicht einfach wie ein Schmetterling oder schwebte wie die größeren Falken, sondern spielte mit stolzer Zuversicht in luftigen Gefilden. Immer wieder stieg er, während sein seltsames Glucksen erklang, hoch empor, und immer aufs Neue wiederholte er seinen schönen Fall, wobei er sich wie ein Papierdrache fortwährend um sich selbst drehte. Dann hemmte er plötzlich seinen Sturz durch die Luft, als ob ein Fuß nie Terra firma betreten habe. In der großen, weiten Welt schien er keine Kameraden zu besitzen, die waren für ihn nicht notwendig. Er erfreute sich an seinem einsamen Spiel mit dem Morgen und dem Äther. Er war nicht einsam, doch er machte die ganze Erde unter sich einsam. Wo waren die Eltern, die ihn ausbrüteten? Wo seine Verwandten, wo sein Vater im Himmel? Dieser Bewohner der Lüfte schien mit der Erde nur durch das Ei verwandt, das vor kurz oder lang in einem Felsenspalt ausgebrütet wurde. Oder lag das Nest seiner Geburt in einem Wolkenwinkel aus Regenbogenfasern und Sonnenuntergangshimmel geflochten? Und mit welchem Hochsommernebel ausgepolstert, der der Erde entquoll? Horstete er jetzt an Wolkenklippen? Außerdem fing ich mir ein erlesenes Gericht goldener, silberner und hellkupferner Fische, die wie eine Edelsteinkette aussahen. Ach, zu diesen Wiesen habe ich mir an manchem ersten Frühlingsmorgen den Weg gebahnt. Von einer Bodenerhebung zur anderen. Von Weidenwurzel zu Weidenwurzel springend. Das brausende Flusstal und die Wälder waren in einem so reinen, hellen Licht gebadet, dass es die Toten hätte aufwecken müssen, wenn sie, wie manche glauben, in ihren Gräbern geschlummert hätten. Es bedarf keines stärkeren Beweises für die Unsterblichkeit.
In solchem Licht muss alles leben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das Leben in unseren Dörfern würde bald ins Stocken geraten, gäbe es nicht die unerforschten Wälder und Wiesen ringsum. Wir brauchen die Wildnis als Stärkungsmittel. Wir müssen bisweilen durch Sümpfe waten, wo die Rohrdommel und das Wasserhuhn sich verstecken. Wir müssen bisweilen den Schrei der Schnepfe hören, flüsterndes Röhricht riechen, in dem nur einsamere, wildere Vögel ihre Nester bauen und wo die Sumpfotter mit dem Bauche dicht am Boden kriecht. Mit demselben Ernste aber, mit dem wir alles zu erforschen und zu lernen wünschen, verlangen wir gleichzeitig, dass alles geheimnisvoll und unerforschbar bleibe, dass Land und Meer uns unerforschte und unergründete Rätsel bleiben, weil sie unerforschlich sind. Wir können nie genug Natur bekommen. Wir müssen uns an dem Anblick unerschöpflicher Kraft erquicken, an großen, titanischen Formen, am Meeresstrand mit seines Schiffstrümmern, an der Wildnis mit ihren lebendigen und modernen Bäumen, am Gewitterhimmel und am Regen, der 3 Wochen herniederfällt und das Land überschwemmt. Wir müssen sehen, wie unsere eigenen Grenzen überschritten werden, wie dort frei ein Leben weidet, wo wir nie wandern. Mit Freude sehen wir, wie der Geier sich vom Aase nährt. Was uns Ekel und Abscheu einflößt, wird ihm eine Quelle der Gesundheit und der Kraft. Ein totes Pferd lag in einer Grube neben dem Weg, der zu meinem Hause führte. Manchmal wurde ich, hauptsächlich nachts, wenn die Luft dick war, dadurch gezwungen, einen Umweg zu machen. Doch der Beweis, den die Natur mir für ihren kräftigen Appetit und ihre unzerstörbare Gesundheit gab, entschädigte mich dafür. Mit Freude sehe ich, dass die Natur Leben in solche Fülle birgt, in solcher Fülle birgt, dass Myriaden geopfert, einander zur Beute überlassen werden können, dass zarte Geschöpfe so gelassen wie Brei aus ihrem Dasein herausgequetscht, Kaulquappen von Reihern verschlungen, Schildkröten und Kröten auf der Landstraße überfahren werden, dass bisweilen Leben aus den Wolken herniederregnet. Da jeder unglücklichen Zufall ausgesetzt ist, können wir uns denken, wie gering das Leben veranschlagt ist. In all diesen Dingen sieht der Weise nur die universelle Unschuld. Gift ist durchaus nicht giftig. Und Wunden, die töten, gibt es nicht. Mitleid ist durchaus nicht beständig. Drum betätige man es schnell. Seine Argumente lassen sich nicht stereotypieren. Am Anfang des Mai breiteten die Eichen, Nuss, die Ahorn und manche andere Bäume, die im Tannenwald rund um den Teich herum jetzt gerade ausschlugen, an nebligen Tagen einen Glanz wie Sonnenschein über die Landschaft, als ob die Sonne den Nebel durchbräche und lieblich die Hügelhänge hier und dort beleuchtete. Am 3. oder 4. Mai sah ich einen Taucher auf dem Teich. Und am Ende der ersten Maiwoche hörte ich noch den Tagschläfer, die Braundrossel, den Waldspötter, den Piwi, das Rotkehlchen und andere Vögel. Die Walddrossel hatte ich schon viel früher vernommen. Auch die Phöbe kam wieder herbei, schaute zur Tür und zum Fenster hinein, um zu sehen, ob das Haus geräumig genug für sie sei. Während sie Haus und Hof betrachtete, schwebte sie mit summendem Flügelschlag umher und schlug die Krallen ein, ob sie sich an der Luft festklammere. Bald bedeckten die schwefelgelben Pollen der Pechtannen den Teich, die Steine und die modernen Stämme am Ufer. Die modernen Stämme am Ufer natürlich. Man hätte sie fassweise sammeln können. Das sind die Schwefelregen, von denen man berichtet. Selbst in Kalidasas Drama
Sakuntala lesen wir, dass die Bäche gelb sich färbten vom goldenen Staub der Lotusbäume. So eilte die Zeit dem Sommer zu, wie einer, der wandert durch höheres und immer höheres Gras. Mein erstes Jahr in den Wäldern war verstrichen. Ihm ähnelte das zweite. Ich verließ Walden schließlich am 6. September 1847. Ja, aber damit verlassen wir heute nur den 9. Teil der insgesamt 10-teiligen Lesung. Morgen gibt es noch das Kapitel Schluss zu hören und zu sehen. Morgen werde ich also wieder in den Schwarzwald gehen. Ein letztes Mal für dieses Projekt und Henry David Thoreau lesen aus Walden. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare hier unten auf literaturcafé.de oder per Mail an redaktion@literaturcafé.de. Morgen dann wieder. Heute ist nicht ganz so sonnig, aber wie auch immer das Wetter bei Ihnen ist, wann auch immer Sie das sehen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.